Ich liebe es, jemandem einen Schrecken einzujagen. Und was eignet sich da besser als ein Geisterkostüm aus einem einfachen Bettlaken? Leider sind Geister, wenn man sie malt, meistens ziemlich platt und eignen sich nicht wirklich zum Erschrecken. Außer ihr macht Folgendes. Besorgt euch ein altes Stück Stoff, das keiner mehr braucht. Am besten in weiß oder beige. Dann nehmt ein Stück Pappe und eine Zeitung. Und schon kann's losgehen. Macht aus Zeitungspapier einen Ball und bringt ihn mit Klebeband in Form. Für die ausgebreiteten Arme rollt ihr eine Seite Zeitung zusammen und umwickelt sie an mehreren Stellen mit Klebeband. Klebt erst die Rolle auf das Stück Pappe, dann den Ball oben drüber. Schneidet den Stoff so zurecht, dass er etwas breiter als die Pappe ist und legt ihn auf euer Bild. Damit es aussieht, als würde ein Laken über dem Kopf hängen, stopft ihn hinter den Ball und die Rolle und klebt ihn fest. Das macht ihr auch noch hier innen. Perfekt. Jetzt lasst es schon mal so aussehen wie ein Geist und pinselt dann den Stoff komplett mit weißem Bastelkleber ein. Das macht ihr am besten mit einem möglichst breiten Pinsel. Wenn alles getrocknet ist, sieht es so aus. Der Stoff ist hart geworden und man meint wirklich, es würde jemand unter diesem Laken stecken. Hier unten schneidet ihr den Stoff vor dem Einpinseln einfach in der passenden Länge ab. Und schon schwebt das Gespenst in seinem flatternden Gewand über euer Bild. Und jetzt fehlen nur noch die gespenstischen Farben. Wenn euch der Stoff nicht weiß genug ist, verpasst ihm einfach noch einen weißen Anstrich. Lasst die Farbe trocknen und zeichnet schon mal Augen und Mund vor. Zwei große Augen und einen weit geöffneten Mund. Mund und Augen könnt ihr schwarz ausmalen. Mit einem dunklen Lila deute ich noch die restlichen Gesichtszüge leicht an. Und mit Grau, vermischt mit viel Wasser, male ich die Falten des Stoffes an, damit er richtige Schatten wirft. Und vergesst den Hintergrund nicht. Pinselt ihn komplett in einer dunklen Farbe an. Dann kommt das Gespenst besser zur Geltung. Zu guter Letzt noch eine dunklere Umrandung außenrum. Und ein paar gelbe Fledermäuse in den Himmel. Mit weißer Kreide könnt ihr noch Nebelschwaden unter das Gespenst malen und die mit eurem Finger etwas verwischen. Fertig ist das gruselige Gespenst. Unter die Augen habe ich noch solche Schatten gemalt. So sieht es wirklich so aus, als würden ein zwei schwarze Löcher anstarren. Und wenn ihr ein bisschen Übung habt, dann könnt ihr auf die gleiche Art und Weise ganze Gesichter aus Stoff formen. So wie diese grässliche alte Hexe hier. Ihr müsst dazu nur unter die wichtigen Stellen wie Backen, Nase und Kinn passende Formen aus Zeitungspapier unter den Stoff auf die Pappe kleben und dann den Stoff zurechtziehen, bevor ihr ihn einpinselt. Es muss aber nicht unbedingt gruselig sein. Wie gefällt euch diese grüne Eidechse? Auch nicht schlecht, oder? Probiert's einfach aus und macht tolle Bilder mit alten Stoffresten. Klickt hier für weitere Videos und schaut auf Disney Junior eure Lieblingssendungen.